Ob als lebende Tote oder Märchenprinzessin. Die diesjährigen Abschlussklassen des Friseurbereichs präsentieren ein buntes Programm bei der Kreativshow in der Kerschensteiner Schule in Wiesbaden. Das ist so eine Art Modenschau, Frisurenmodenschau für die Ausbildungsklassen sozusagen im dritten Ausbildungsjahr. Um ihr Können zu zeigen, was sie bisher in den drei Ausbildungsjahren alles gelernt haben und sich ganz kreativ auszuleben am Ende ihrer Ausbildung hier in der Schule. Frisur, Make-up und Choreografie. Alles wurde von den Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet. Ein spaßiger Abschluss einer anstrengenden Ausbildung. Das kreative Arbeiten war eigentlich spaßig, auch mit der Schule und so. Aber man ist schon froh, wenn es rum ist, auf jeden Fall. Also es ist sehr viel Arbeit als Azubi im Friseurleben, gerade im Salon. Im Sommer stehen die Prüfungen an. Zeit genug also, um sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Nein, noch geplant haben wir nichts. Also ich nicht. Bis Sommer ist ja noch ein bisschen. Nein, ein paar Monate Zeit. An diesem Abend allerdings feiern sich die Azubis erst einmal selbst. Und zwar so kreativ, wie es sich für ihren Beruf gehört.